Hallo, heute mache ich ein Video passend zu meinem Artikel in meinem Blog, was ich unter dem Video verlinken werde. Zum Thema verspannte Scalene-Muskeln. Scalene verbinden die Halswirbeln von C3 bis C7 in drei Abschnitten mit der ersten bzw. mit der zweiten Rippe. Die stabilisieren die senkrechte Position des Kopfes. Wenn es einseitig verspannt, sollte es nicht so sein, aber so läuft ja keiner. Die Augen müssen parallel zum Boden sein. Also heben sie diese Muskeln, die erste, zweite Rippe nach oben, was dazu führt, dass die Nerven und Gefäße, die zwischen den ersten, zweiten Rippen und dem Schlüsselbein gehen, komprimiert werden. Und dann hat man das unschöne Ziehen in den Arm. Geht man zum Arzt und dann behandelt man den Arm als Symptom. Und heute zeige ich, wie man mit zwei einfachen Mitteln diese Muskeln entspannen kann. Zu den Ursachen der Verspannungen würde ich im Blog lesen. Da sind ja vielfältige Ursachen möglich und da würde ich auf jeden Fall Augenmerk darauf werfen, um die Ursachen zu lösen. Aber Scalene kann man leicht entspannen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder entspannen wir diese Ansätze hier, legen einfach die Hand auf Schlüsselbein, sodass die Finger oberhalb und der Handballen unterhalb des Schlüsselbeins liegen. Und jetzt atmen wir einfach in die Hand. Die Hand liegt einfach drauf. Das sind so etwa 200 Gramm das Gewicht der Hand. Das reicht. Wir atmen ein und spüren, wie das Schlüsselbein in die Handfläche geht. Wir atmen aus und helfen mit der Hand dem Schlüsselbein nach unten und das Schlüsselbein widersetzt sich ein bisschen dieser Bewegung. Wir atmen aus. Dann entspannen wir alles. Die Hand, den Brustkorb und dann machen wir noch einmal. Einatmen in die Hand. Ausatmen mit der Hand. Und dann lassen wir los und entspannen alles. Machen wir das noch einmal, weil es so schön war. Einatmen in die Hand, ganz, ganz sanft. Und ausatmen mit Hilfe der Hand. Wir widersetzen uns ein bisschen dieser Bewegung. Dann spannen wir alles. Schließen die Augen und spüren die Unterschiede zwischen der linken und der rechten Körperseite. Vielleicht ist dieser Bereich tiefer, detaillierter, größer. Vielleicht könnt ihr auch das Atmen rechts und links vergleichen und feststellen, dass es auf dieser Seite deutlich einfacher geht. Danach pausiert ihr das Video und macht das gleiche auf der anderen Seite. So, und jetzt komme ich zu der anderen Variante. Wie kann ich Scalene entspannen? Dafür brauche ich meine Hand. Vielleicht würde ich zuerst eben das mit der Hand machen, danach hier. Also ich lege die Handfläche so, wie eine Schale auf den Kopf. Und jetzt werde ich ohne großen Druck, ohne überhaupt irgendeinen Druck mit der Hand auf den Kopf auszuüben, einfach meinen Kopf in die Hand legen und die Hand als Schale benutzen, in die der Kopf einfach gelegt wird. Mache ich so, lege den Kopf in die Hand widersetzt sich minimal. Und dann kommt die zweite Phase, sehr, sehr langsam, frei atmet, bewege ich passiven Kopf. Schwerer Kopf liegt in der Hand, der Kopf liegt wiegt 5 bis 6 Kilo. Dieses Gewicht spüre ich und hebe sehr, sehr langsam mit der Hand meinen Kopf bis in die Senkrechte. Schließe die Augen, atme sehr sanft und ohne großen Druck einfach aufrichten. Und hier, wenn es erreicht ist, alles entspannen und loslassen. Wenn diese Hand frei ist, kann ich hier spüren, wie dieser Muskel dann anspannt, wenn ich das mache. Dieser Muskel befindet sich hinter diesem Muskel hier. Da hinten. Da lege ich die Hand drauf. Irgendwo hier. Ich werde schon spüren, was da alles arbeitet. Lege meine Hand auf den Kopf und überlasse meinen Kopf der Hand. Ich spüre dabei, wie der hart wird.
Und jetzt hebe ich mit der Hand sehr, sehr sanft meinen schweren Kopf auf seinen Platz und mache das äußerst langsam, so langsam wie es für mich möglich ist. Ich würde das immer im Sitzen machen oder im Stehen, wegen der Gravitationskomponente, weil im Liegen diese entfällt. Zurückgebracht, alles entspannt und losgelassen. Und dann noch einmal die Hand gelegt, Kopf der Hand überlassen, das kann man schnell machen. Und dann diesen schweren passiven Kopf mit der Hand wieder zurückgebracht. Ich kann auch hier helfen, wenn es denn schwer sein sollte. Und diese Bewegung kann man deutlich langsamer machen. Und dann müsste man beachten, dass wenn die Nerven komprimiert waren, dann brauchen diese Nerven ein bisschen länger, um sich zu erholen. Aber dann vergeht es. Ja, und dann kann man vergleichen wieder. Wie fühlt es sich an hier und hier? Dieser Abstand zwischen dem Ohr und der Schulter, einfach dem Gefühl nach von innen hinaus, heraus, das somatisch von innen. Und dann die andere Seite nicht vergessen. Ich hoffe, das hilft jemandem. Tschüss.